willkommen zurück zum nächsten Video. Heute aus Düsseldorf. Ich bin gestern angekommen. Ich habe innerhalb 2 Tagen 3 Länder bereist. Ja, moin. Es tut mal wieder gut, hier zu sein. Auch wenn das Wetter hier bescheiden ist. Wenn die menschlichen Gesichter hier bescheiden sind. Aber es ist halt hier mein Hometown, ne? Meine Wohnung, mein Apartment. Und ich bin immer wieder gerne hier. Aber ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich gar keinen Bock, diese Scheiße hier heute abzudrehen. Retalk, wirklich. Ich habe auch schon auf Instagram meinen Wut freien Lauf gelassen. Ich habe auch hier im Community-Tab meine Wut freien Lauf gelassen. Weil wenn ich wieder daran denke, ich muss diese Scheiße gleich wieder sehen, kriege ich wirklich Puls. Also ich war schon lange nicht mehr so wütend, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe auch wirklich alles eigentlich in Sicherheit gebracht hier, ne? Ich habe hier nur was zu trinken, einen Ingwer-Shot und mein Vitaminwasser. Ansonsten, Ciao-Kakao, wirklich. Also was diese Folge mit sich gebracht hat, ich kann das auch langsam nicht mehr ertragen, ja? Ich kann das langsam... Und das Schlimmste ist, was ich nicht mehr ertragen kann, sind die Menschen, die diese Scheiße noch verteidigen und sagen, ach ja, aber... Nein, nein, nein. Hier gibt's gar nichts mehr schön zu quatschen und das tun wir auch gleich nicht, egal von wem. Ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. Och, wenn ich schon... Ich hab richtig so... Kloß im Hals. Deswegen, ich mache jetzt hier alles an. Hol dich was zu essen, was zu trinken, Nervennahrung, Knautschball, keine Ahnung, Boxsack, I don't care, was ihr... Nicht I don't care, was soll ich sagen? Ist mir egal, ja doch, denn es geht los. Herzlich willkommen beim fucking prominent G-Trend. Und zwar beginnt das Ganze hiermit mit einem Riesenspiel, mit den Säcke fangen, was auch ganz lustig ist, ganz unterhaltsam. Kate, oh, reißt sich den Fingernagel ab. Das ist ganz traurig. Und das könnt ihr euch aber auf RTL Plus komplett angucken. Wie immer verlinke ich euch alles unten in der Infobox. Wir steigen direkt ein mit dem Gespräch zwischen Michelle und Mark Robin. Was überlegst du? Das willst du nicht wissen. Sag. Nee, das willst du nicht wissen. Sag. Ich sitze auf dem Trockenen. Da denkt man sich schon so, oder? Freunde, oh Gott, ey, nee. Und es gibt noch welche wirklich, die den Typen feiern, Alter. Es sind wenige, aber es gibt welche, ey. Da kriegt das kalte Kotzen nur noch bei seinen Aussagen, bei seinem Verhalten und weiter geht's. Und? Ja, nix. Ich war halt gerade so in Gedanken und dachte mir so, boah, ich brauch's halt echt. Ja, nicht. Ich hab gesagt, du willst es nicht wissen. Sag ich auch nicht, dass ich dich jetzt. Ich sag einfach nur. Nee, sag ich. Das sind Gespräche, oder? Braucht die Welt. Ich auch nicht. Ja, ich sag einfach nur, ich brauch's. Dann geh doch zu Malisa. Die hat doch ultra. Was will ich mit der? Ich fass sie nicht mal mehr mit der Zange an, so. Du fass sie nicht mal mehr mit der Zange an. Hat aber ein paar Mal ohne Zange funktioniert. Wie kannst du über einen Menschen reden, mit dem du eine Affäre hattest? Ja, wenn du mehrmals mit jemandem so in so einem regelmäßigen, so, aber nicht fest, so, ist eine Affäre, ja? Brauchen wir uns nicht schön zu quatschen oder hässlich zu quatschen. Wie kann man als Mann so wenig Ehre besitzen, so über diese Frau sprechen, die sich für dich hingegeben hat im Schlafzimmer? Also ich verstehe es nicht, wie unterirdisch manche Menschen sind. Ehrlich, also nein. Mark Robin, du kannst nicht über eine Frau sagen, mit der du mal was hattest, die fasse ich nicht mal mit der Zange. Nee, ich kann doch sagen, die fasse ich nicht mal mehr mit der Zange. Ich habe keinen Bock mehr auf die. Wegen diesem Menschlichen, allein das ist so ein Ab... Das Menschliche ist so Abtörner, wirklich, Mark Robin. Das sagt genau der Richtige, oder, Freunde? Menschlich ist sie einfach ein Abtörner, oder? Aber ja, so, ach, der ist einfach menschlich eine Top 10, oder? Du bist menschlich gesehen ziemlich abstoßend, kannst nichts dafür. Wahrscheinlich sind deine Eltern nicht zufrieden mit dir. Kannst du dir nicht ausdenken, ey. Turner, Alter. Bitte sei jetzt ruhig, okay? Bitte sei ruhig. Ach, bitte. Danke, halt einfach den Rand. Danke, bitte sei einfach ruhig. Top, Michelle, vielen Dank. Ehrlich, bitte sei wenn ruhig. Sie die letzte Frau bitte. Aus der Welt wäre. Nee, ich sag nur nichts Schlimmes. Oh Gott, will nur keiner hören. So, dann einfach kranker Abturner. Mark Robin. Tja, Ende in Lände. Vielleicht hilft die laue Abendluft, die Gedanken um Geld und Zärtlichkeitsverlust ein wenig zu zerstäuben. Sie dachte, du hey, meintest dich auch hinsetzen? Ja. Hier. Vielleicht aber auch nicht. Also irgendwas hast du, weil du bist total...
Genau, und jetzt kommt es zu einem ganz tollen Gespräch auch. Ganz tollen, tollen Gespräch. Alle so, ja, der heißt Silva. Für mich heißt er Salva. Salva, Salva, weil er nennt die Malisa auch Malis. Bei uns heißt der Salva hier. Oh! Mir egal, was andere sagen. Achtung, das Gespräch müssen wir jetzt auch geben. Das ist auch so. Von deinem Gesicht so gut. Ich bin müde. Ja, ich bin müde. Also ich bin jetzt schon, könnte schon ins Bett gehen jetzt. Außerdem habe ich meine Verletzungen. So, das zerrt natürlich. Also du willst morgen nach Hause, ne? Hä? Du hast gar keinen Bock mehr hier. Du willst morgen nach Hause. Du bist so schlecht dran. Du hast gar keinen Bock mehr hier. Hä? Hä? Oh Gott, Alter. Das ist der zweite Mann jetzt. Ja, also. Oh, ich bin müde ich jetzt. Ich muss mich jetzt nicht hier. Ich bin jetzt müde. Ich bin doch müde, habe ich doch gerade gesagt. Ich bin jetzt müde. Was soll ich denn da noch erklären? Wenn du mal leicht jeden Abend irgendwie so dein Gesicht verziehst und alles nicht gut genug ist. Ich möchte jetzt nicht, dass du wieder einfach gehst. Ich bin doch jetzt müde. Die Frage ist halt, wen juckt? Weil man jetzt müde ist, geht man respektvollerweise aus dem Gespräch raus. Aus dem Gespräch gehe ich raus, weil man mich beleidigt oder laut wird. Sie redet aber vernünftig mit dir. Warum geht man dann einfach aus dem Gespräch raus und sagt, ich bin müde? Weil man keine Argumente hat, nicht diskussionsfähig ist oder auf dem IQ des Gegenüberliegenden ist so. Retalk. Ah, oh, ich hab so die Schnauze voll. Und das wird gleich noch schlimmer, Frauen. Das wird gleich noch schlimmer. Was? Ich bin hier von meinen Kindern weg. Von meinen Kindern bin ich auch weg. Die heulen bestimmt. Wo ist Mama? Und du machst mir so eine scheiß Welle hier. Ich hab hier, bin verletzt, ich bin müde. Was soll der Scheiß? Du kannst ja wenigstens nicht hier diesen Macho rauslassen, ja, der sich dann nur umdreht, immer geht, ja, laut wird. Es muss dann, ja, nach dir laufen. Du kannst ja auch mal sagen, wie geht's dir denn heute? Das ich bin hier und weg von meinen Kindern. Und nicht, ja, aber ich bin müde machst jetzt. Respektiert. Okay. Mich interessiert nicht, wie es dir geht, weil ich bin müde jetzt. Ich frag nicht, wie es dir geht, weil es mich nicht interessiert. Ich bin müde jetzt. Boah, so viel selfish und so viel Egoismus und Egozentrischheit gibt's nicht. Aber sagen wir jetzt einfach so, das ist er. Das ist einfach er. Und ich habe den wirklich, ihr wisst es, die ersten 4 Folgen wirklich komplett wegignoriert, weil ich denke, ach. Aber das kann man gar nicht wegignorieren, weil solche Herren der Geschöpfung es wie Sand am Meer leider gibt. Es gibt auch Frauen, die so sind. Na, in diesem Fall sind halt hier die Männer. Ich sehe das doch. Ich bin kaputt von meinen Wunden. Ich möchte von dir auch mal Verständnis. Ich habe doch Verständnis die ganze Zeit und kümmere mich. Ich glaube, sie hat das langsam gecheckt, so, dass er hier nur am Faxen machen war. Seit einem Jahr mache ich die Kinder alleine. Ja, komm. Es ist wirklich, ich brauche von dir auch mal Verständnis. Ey, komm, es fang nicht so an. Okay? Nee, ey, komm, fang nicht so an. Nee, seit einem Jahr macht sie anscheinend die Kinder alleine. Und er so, nee, komm, fang nicht so an. Doch, argumentier doch mal. Sag doch mal, wo warst du denn das Jahr über? Weil angeblich hat er keinen Unterhalt gezahlt. Wo bist du denn so? Ey, tauscht euch doch mal wirklich erwachsen aus, Salva. Silva, Salva, Salva, Salva. Fang nicht ich so an. Ich helf dir mit deinen scheiß Hot Banditos noch. Komm, es fang nicht so an. Du brauchst immer Hilfe, Hilfe, Hilfe. Komm. Was denn? Ein Gespräch, eine richtige Argumentation, ein Dialog? Nein, komm, fang nicht so an. Kennt ihr? Es gibt wirklich diese Art auch in der Beziehung, wo man sich austauschen will und der Gegenüber, komm, fang nicht so an, so gaslighten. So dieses, genau so geht es fast in 80% der Beziehungen. Du sagst was, du stellst die Person, ja, du konfrontierst sie und die Person gegenüber, komm, fang nicht so an. Ja, was denn? Doch, doch, das ist die Realität. Doch, das sind Fakten. Gib mir Gegenargumente, wenn es nicht so ist. Und jetzt gehst du wieder... Macho, echt. Ja. Es macht doch jetzt keinen Sinn, jetzt aus der Emotion heraus. Anstatt, dass du mich einfach mal in den Arm einfach mal sagst. Soll das? So, ich bin aber selber mit meinen Dingern zu kämpfen. Okay, ich hab's verstanden. Ja, okay. Und ich bin hier die ganze Zeit für uns die Starke. Bleib doch mal ein bisschen locker, Mann, ey. Bleib doch mal ein bisschen locker, Mann. Erst gehe ich 3-mal aus dem Gespräch raus, ja, provoziere damit und dann raste ich jetzt dann aus und dann soll ich jetzt auch noch locker bleiben, ja. Also das ist so, oh Gott, ist das schlechtes Gaslighting, ne? Die ganze Zeit für uns die Starke. Komm, Silva, sag mal was, Salva. Salva. Ja, okay. Toll, oder? Ich war ein Jahr lang unabhängig. Ich war mit meinen Kindern. Ich habe versucht, meinen Schlager voranzutreiben. Hier, glaube ich, war zum ersten Mal, dass sie tatsächlich wirklich getrennt waren jetzt ein Jahr. Ne? Wir haben ja alle gedacht, dass die nicht getrennt sind. Aber durch dieses Gespräch, da denke ich tatsächlich, oh, die sind tatsächlich doch getrennt. Ne? Krass. Und jetzt sind wir schon wieder hier und ich bin schon wieder die Starke für uns. Ich versuche, in den Challenges zu kämpfen. Ich versuche, hier positive Vibes hier oben zu halten. Und du ziehst die ganze Zeit. Sagst aber, ich liebe dich und du willst wieder. Dass ich wieder... Was soll ich denn machen? Der hört ja gar nicht zu. 100% hört der gar nicht zu. Der macht das, weil sie das von ihm erwartet. Der kann genauso gut einen Baumstamm so streicheln. Das ist... Ich spüre keine Emotion hier. Komm, umarm da deinen scheiß Baum. Ja, das werde ich jetzt auch machen. Geht mir richtig auf den Sack gerade, ey. Und jetzt? Schatz, das liegt bei dir, so. Ich bin, wie ich bin, so. Das weißt du, so. Das ist meine Persönlichkeit. So, ich kann mich nicht,
Kann man die DNA nicht ändern? Also ich sage ja immer, man soll und kann Personen nicht ändern. Schon mal gar nicht, schon der ist 40 und so. Klar, man kann immer wandeln und versuchen, aber die DNA, das ist tatsächlich so, sagen wir es mal umgangssprachlich, die ist so. Und da muss sie sich überlegen, kann ich mit so einem Mann zusammen sein weiterhin oder nicht? Aber er war ja anscheinend schon immer so. Warum bin ich da mit ihm zusammengekommen oder kriege Kinder mit dem? Ne? Deswegen sage ich immer, deswegen habe ich noch keine Kinder, sucht euch euren Partner ganz genau aus, wer der Vater eurer Kinder ist. Weil ihr könnt es nie wieder rückgängig machen, ändern, dass ihr sagt, oh, jetzt ist der Papa, der genetische. Weil das ist halt einfach nicht so, ja. Im Prinzip hat er also recht, ja, ich bin so, aber er ist auch ganz schön faul, ne? Aber wenn das so weiterläuft, ich bin halt so, dann bleibt es dabei und dann sind wir wieder am gleichen Punkt, wo wir waren. Ich bin ja auch Teil dieses Teams. Es ist nicht dein Team. Wieso, das ist genau mein Team. Du bist nicht alleine in dem Team. Ja. Du weißt, wen du kennengelernt hast und mit wem du zusammengekommen bist. Und ich mache schon sehr viel für uns, das weißt du auch. Absolut abtörend, was er sagt. Aber im Prinzip, ne, hat er recht. Wirklich, im Kern hat der recht, auch wenn das Letzte, das Allerletzte ist. Aber im Kern hat der recht, der ist faul, der macht, so, der wird dann ewig Single bleiben oder wird eine Frau kriegen. Aber im Kern hat er recht. Was hast du denn da gemacht? Nee, das wird mir jetzt echt zu flach. Warte mal. Ah, okay, jetzt, aber ich habe viel für dich und die Kinder getan. So, okay, in dem Jahr. Und jetzt sagt sie, okay, was hast du denn da gemacht? Und jetzt könnte er ja sagen, was? Ich habe nichts gemacht. Ich habe das gemacht, das. Weil er danach gefragt wird. Und er gaslightet wieder und geht raus. Ach komm, das ist mir jetzt zu blöd und geht raus. Weil er keine Argumente hat und keine Fakten. Nein, ich will dir mal, guck mal, jetzt gehst du wieder. Unfassbar, ich rausgehen. Wie ein 5-jähriger Junge, ne? Es ist so abtörend. Und denk, was du glauben willst. Denk, was du jetzt glauben willst. Gucken, so tun, ob wir geredet haben. Denk, was du glauben willst. Wer ich bin. Ja, sorry. Du bist ein arrogantes Arschloch und haust wieder ab. Tschüss. Nee, das reicht mir. Nee, das ist genug. Bringt ja nichts. Hab mir jetzt genug angehört. Ja, bringt ja nichts. Hab mir genug angehört. Ich habe zwar keine Argumenten, Fakten und so gebracht und einen richtigen Dialog geführt, aber bringt ja nichts. Ja, das bringt nichts, mit ihm zu reden. Mit ihm. Er ist es in meinen Augen, wenn das ist ja anscheinend ein tiefes Problem zwischen den beiden, ein längerjähriges Problem. Es bringt nichts mit ihm. Ich würde meine Kinder packen und gehen. Ciao, Kakao. Wenn man dann schon die Kinder hat, ciao, Kakao. Hast du einmal Unterhalt bezahlt das letzte Jahr? Hast du einmal Unterhalt bezahlt? Zweimal in 5 Monaten. Das ist jetzt wirklich too much. Das ist wirklich too much. Ja, das ist jetzt zu viel. Mir die Fakten und die Wahrheit um die Ohren klatschen. Das ist jetzt zu viel. Oder du kannst es dir nicht ausdenken. Da zahlt der nicht Unterhalt. Dann konfrontiert sie. Das ist jetzt zu viel. Alter, du kannst es dir nicht ausdenken, ne? Danke, Stefanie. Super. Danke, Stefanie. Ja, rumdrehen, gaslighten. Danke, Stefanie. Du bist die Schuldige. Du hast es jetzt getan hier. Danke. Oh Gott, also, Bruder. So ein Arschloch. Ja, richtiger ehrlich. Was ist denn passiert? Willst du drüber reden oder nicht? Der macht einfach sein Ding hier. So der wie geht, er möchte. Der geht, wenn er nicht reden will. Der macht, was er will. Der legt sich jetzt einfach hin. Wenn es um meine Kinder kannst geht. Kannst du dir nicht ausdenken. Die habe ich das letzte Jahr alleine finanziert. Ja, alleine. Das glaube ich auch. Sagt er mir allen Ernstes, einen Monat hat er Unterhalt bezahlt und dann am nächsten Monat, ich so, ja, wie sieht's aus? Ja, du hast doch letzten Monat bekommen. Ich so, ja, die Kinder haben jeden Monat Hunger. Glaubst du, die haben nur im Mai Hunger? Was ist mit Juni und Juli und August? Ich hätte es eingeklagt. Ich hätte dann das Unterhalt eingeklagt. Wenn da nichts zu holen ist, keine Ahnung. Also, geh arbeiten. Es gibt genug Jobs in Deutschland zu tun. Real Talk. Wenn du Kinder hast, hast du Verantwortung. Dann musst du dafür gerade stehen. Warum müssen immer mich nervt es so... Mich nervt es, es ist nicht bei allen so, es ist aber bei 80% der Fällen so, dass die Mütter mit den Kindern dann alleine da stehen, bei Alleinerziehenden. Es gibt natürlich auch andersrum, ne? Aber es ist selten. Es ist nun mal halt so. Warum ist das so? Warum können Männer einfach sagen, ich trenne mich von der Frau, das Kind bleibt bei der Mutter? Und dann sehe ich das mal. Ich verstehe es nicht. Es nervt mich so übelst. Mich nervt es so, dass alles bei der Frau hängen bleibt. Und dann soll die Frau, das kommt ja auch gleich noch, soll die noch putzen, dann soll die noch kochen können, Frühstück machen für den Mann. Und dann gab es ja das aktuelle Thema mit Giuliano bei ZDF. Da war das Thema, ja, da muss sie sich auch noch um die Verhütung kümmern, wenn sie kein Kind will. Da muss sie sich noch um die Periodensachen kümmern, die muss sie noch selbst finanzieren. Ich krieg richtig so Hass. Hass auf diese Einstellung der Menschen, ehrlich. Da sieht man mal, dass er überhaupt kein Gefühl hat. Aber vielleicht ist auch eine Erkenntnis für dich. Ändern kannst du man nicht, leider. Das kannst du nicht. Entweder man... Gloria, das ist vielleicht auch für dich eine Erkenntnis. Ändern kannst du man nicht. Das musst du auch mal auf dich selbst anwenden, ne? Schwester, haben wir ja schon, ne, das Thema. Und ihn so, wie er ist. Es geht nach ihm. Oder du gehst. Oder ich gehe. Ja. Und er pennt jetzt. Ich
kann. Der pennt einfach. Kannst du dir nicht ausdenken, ehrlich. Und dann kommt Stefanie, ne? Und geht auf ihn zu. Der pennt im Bett, aber die kommt jetzt und geht auf ihn auch noch zu. Und Achtung, was er macht. Silber. Mhm. Was ist los? Was ist los? Ich möchte nicht, dass wir uns hier so streiten. Nee, mich auch nicht. Verstehe nicht, was mit dir los ist. Warum nicht? Ich verstehe nicht, was mit dir los ist. Ja! So unfair. Weißt du was? Aber ich will darauf nicht weiter eingehen. Nein, aber es geht darum, jetzt wo wir so Streit haben. Wir haben doch keinen Streit. Wir haben keinen Streit. Aber wenn wir uns hier so streiten. Streiten wir uns jetzt nicht. Ich kann das nicht. Nein, streiten wir uns nicht. Komm hin. Nein. Komm, streiten wir uns nicht. Nein, ich streite mich gar nicht. Nein. Ich kann ja jetzt hier keinen Schwur ablegen, das kann ich ja nie halten. Nein, das kann nun wirklich niemand erwarten. Und jetzt kommt die Sache mit Malisa und den Jungs. Und ich muss da wirklich aufpassen, dass ich mich nicht vergesse, im Ton vergreife. Boah, ich hab so richtig... Lass uns erstmal angucken. So ein Spiegelei mit so einem Toastbrot, ja. Und so Speck. Ja. Ja, finde ich auch. Was kannst du denn nicht sagen? Die weiß ja gar nicht, wie das geht. Die weiß nicht, wie die Pfanne auch. Ja, du denkst auch, ich kann gar nichts, ne? Hängt schon gut an, ne? Aber man kann da noch denken, man kann das so ein bisschen mit Spaß verstehen. Da sitzen zwei Jungs, und reden darüber, wie geil es wäre, jetzt ein Frühstück zu machen, Spiegelei, Speck und so. Ja, ja. Und dann kommt mal Lisa einfach, will sich zusetzen und er so, ja, das kannst du dir gar nicht erzählen, die weiß gar nicht, wie sowas geht. Und dann sagt er ja, Jakob, ja, die weiß gar nicht, wie eine Pfanne aussieht. Bis dato, okay, ganz witzig, könnte man so noch denken, aber Achtung, es geht weiter. Ich weiß nicht mal, wie eine Pfanne aussieht, glaube ich. Alter. Wollt ihr mich verarschen? Weißt du, weiß ich nicht, wie man... Weißt du, wie eine Pfanne aussieht? Weiß, ey, ich kann... Und wenn sie nicht weiß, wie eine Pfanne aussieht, dann ist das auch völlig in Ordnung. Was ist da eigentlich so dran, so witzig, ja, du weißt nicht, wie eine Pfanne aussieht. Ja, ich weiß aber, wie Knete machen geht. Bruder, das weißt du nicht. So, Retalk, aber dazu kommen wir gleich. Spiegelei mit Speck. Und ihr denkt euch, dass ich gar nichts kann. Frau Küche. Bis dato hier kann man wirklich noch sagen, okay, ist witzig, so kann man noch drüber hinwegsehen. Als ich es frisch gesehen hatte, war das auch so. Aber das kippt gleich und ganz ekelhaft. Als ob ich gar nichts kann, Alter. Ich bin auch eine Frau. Ich hab nur mal keinen Bock dazu, aber kochen kann ich auch. Oh, Gustav, machst du mir auch ein Spiegelei, bitte? Gleich, mach 10 Stück, beweg deinen Arsch hier selber hin. Moin. Gustav macht Frühstück. Nee, ich mach nicht so richtig. Echt jetzt? Aber nur für mich. Also kochen kann die echt nicht, ne? Die kann gar nicht, ne? Die kann gar nichts machen. Sie kann nicht... Kochen kann die nicht. Ey, Junge, geht's? Ist es eine Diskussion wert, ob sie kochen kann? Warum? Weil es eine Frau ist, die kochen muss? Aber Fabio lässt sich nicht lumpen und sagt, wie ihr gerade gehört habt, ja, die kann gar nichts. Die kann gar nichts. Fabio, remember, du kannst doch nicht was in Rechnung schreiben. Okay? Retalk. So, aber okay, wir hören weiter. Aufräumen, sie kann nicht kochen. Sie kann Essen bestellen und Geld ausgeben. Das kann sie machen. Und sie weiß, wie man Geld verdient dazu. Ja. Okay, sie kann Geld ausgeben, Essen bestellen und Geld verdienen. Das sind super Eigenschaften. Essen bestellen, die Eigenschaften Geld verdienen und Geld ausgeben. Geld, es gibt Menschen auf dieser Welt, die können noch nicht mal Geld verdienen. Man sollte froh sein, dass man doch eine Frau hat, die Geld verdienen möchte und Geld mit in den Haushalt bringt. Bei uns zum Beispiel, Patti und mir ist das so, wir verdienen beide gutes Geld. So haben wir gemeinsam mehr und können gemeinsam uns größere Dinge leisten. So, oh mein Gott. Also alle Männer hier haben gerade eben gesagt, dass du eigentlich nichts kannst. Du kannst weder kochen, du kannst kann weder kochen. Haben die gesagt, du kannst weder kochen, du kannst weder aufräumen, du kannst weder bügeln. Die haben alle gesagt, du kannst nur Essen bestellen und Geld verdienen. Das war's. Wo wolltest du das Spiegel erinnern? Ja, auf meinen Toast mit Butter. Ich halte mal fest, was ich kann. Ich kann putzen und aufräumen, aber ich habe eine Haushälterin. Ich kann Wäsche waschen. Okay, das mache ich selber tatsächlich. Ich bestelle mir meinen Einkauf von Flink. Ich bestelle mir, wenn ich alleine zu Hause bin, auch was zu essen. Mittags gehe ich aus dem Haus und frühstücke hier in Düsseldorf in der Meierschen oder Starbucks. In Genf frühstücke ich bei Alive. Ich mache das Frühstück nicht selber. Also ich habe kochen gelernt erst mit Ende 20, 30, aber dann nur, weil ich da schwer krank war. Und dann die Ernährung ein wichtiger Faktor ist, gesund zu werden. Dann habe ich vegan kochen gelernt, aber richtig raw, vegan, richtig gut. Also gutes Essen. Aber auch nur, weil ich musste, wegen meiner Gesundheit. Ich hatte bis dato gar keinen Plan von Kochen. Ich konnte Spaghetti machen von Aldi, diese Miracoli. Ich konnte Nudeln mit Maggi machen. Die mich aus meiner Vergangenheit kennen, die wissen das. Die haben mit mir Nudeln mit Maggi gegessen, meine Freundin oder so. Wenn die mittags kam, ja, vom Balletttraining habe ich Nudeln mit Maggi gegessen, weil meine Mutter war berufstätig und nicht da. Das habe ich gemacht. Das kann ich.
Ich konnte auch nicht kochen. Und auch jetzt so Gewürze, ich habe keinen Plan von Gewürzen. Ich mache so... So, ich kann noch nicht backen. Ich kann nicht backen. Gibt es eine Fertigmischung, kann ich die machen. Aber selbst da bin ich zu faul für, aber keinen Bock dazu. Und ich sehe das auch so. Wir zum Beispiel in Genf, wir bestellen dort Everyfoods. Das ist schockgefrorenes Essen. Wir tun das in die Pfanne und fertig ist der Lachs. Und mittags gehen wir essen und sonst gehen wir 3-4 Mal die Woche auch in Genf essen. So. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Patrick kann nicht kochen, hat auch keine Zeit und keine Lust dazu. Ich kann halbwegs kochen, hab aber, wie ihr wisst, nicht immer koche ich und hab nicht immer Zeit und Lust dazu. Ich bin auch berufstätig. Ich bringe auch Kohle mit nach Hause. Also muss ich nicht kochen oder machen irgendwas. Ich verstehe diese Diskussion nicht. Nur weil sie die Frau ist, muss sie kochen und aufräumen. I don't get it. Wir, damit was bei uns gar nicht, bei Patrick und mir gar nicht das Thema ist, haben wir immer eine Haushaltshilfe gehabt. Hier. In Genf teilen wir uns das. In Genf wissen wir nicht, wo wir die herkriegen. Dann machen wir so, teilen wir uns. Aber bei uns ist es gar keine Diskussion, weil wir beide Vollzeit berufstätig sind. Und Malisa ist auch voll berufstätig. Fabio ist voll berufstätig. Warum teilen sie sich die Aufgaben nicht? Retalk. Verstehe ich diese Kack-Diskussion hier nicht. Ja, keine Ahnung. Weiß ich mit deinem Kühlschrank? Bitte. Das weiß sie noch nicht mal jetzt. Hallo, ihr tut auch so, als wenn ich richtig blöde bin. Ich kann auch kochen, wenn ich will. Und hier habe ich so gesagt, weil die machen sich alle über sie lustig, ne? Und da habe ich gesagt, auf Instagram habe ich mir gedacht so, warum stehen Frauen nicht für sich ein? Sag mal, halt mal die Schnauze. Wenn du das kochen kannst, doch super, mach. Ich nicht. Worüber reden wir jetzt hier? Muss ich das jetzt können, weil ich keinen Schwanz da unten habe? Ja? Dann, wir haben 2023, da ist die Tür, hat ein Maurer ein Loch in der Wand gelassen, da ist die Tür. Und jetzt können wir die Diskussion jetzt bitte beenden. Keiner kommt auf die Idee von diesen Birnen da drinnen zu sagen, hör mal, worüber redet ihr eigentlich hier? Es ist doch langsam nicht mehr witzig, weil die lachen nicht mehr. Sie lacht noch, weil sie das so beschämend ist. Also mal Lisa. Die anderen, die weißt du nicht mehr, wo die Butter ist. Das ist lustig machen auf einem ganz ekelhaften Niveau. Ich hätte gesagt, hör mal, worüber redest du? Guck auf deine Pfanne da, dass der Scheiß da nicht anbrennt und arbeite ein bisschen mal an deiner Persönlichkeit. Das ist wichtiger, als mir oder der Malisa zu sagen, dass sie nicht weiß, wie die Butter aussieht. Ich finde nur, das ist verschwendete Lebenszeit. Ist auch, theoretisch. Aber ich kann schon kochen, wenn ich will. Also, ich schwöre, ich habe dich noch nie kochen gesehen hier drin. Hä, hey, natürlich, immer in meinem Schicht. Also, ich habe sie auch noch nie gesehen, ganz ehrlich. Wollt ihr mich verarschen? Nee, das können die auch nicht. Ich habe schon mitgemacht. Nee, habe ich auch noch nie gesehen. Ey, verarsch mich doch. Ich habe einmal mit Farbe zusammen Pasta gemacht. Und die steht da und spült. Und alle Frauen halten schön die Klappe. Das ist so schade. Keiner sagt was dazu. Finde ich schade. Die dann Soße. Ja, aber Pasta sind ja nur ins heiße Wasser tun. Alter, Gustav. Kein Kochen. Wir tun so, als kann ich nichts. Jetzt kannst du nichts? Ja. Die hat sich gar nicht verändert, weißt du? Sie kann nur sagen, ich kann nicht kochen, ich kann nur bestellen und essen. Ich kann nur bestellen und Geld verdienen. Das war auch ein Thema. Okay. Wenn du mit ist es wirklich ein Thema, wenn die Frau Geld verdient, auch voll berufstätig ist und sagt, aber ich kann und möchte nicht kochen? Das muss man sich mal vorstellen. Das ist Thema. Das ist Thema. Hör mal, du hast 2 gesunde Hände. Koch selber. Mach mal so. Ach, geht? Siehst du, kannst du selber. Ganz einfache Schlussfolgerung. Wenn du mit einer Frau zusammen lebst, ja. Die Frau muss nicht in die Küche sein. Aber ab und zu streng dich ein bisschen an. Probier ein bisschen. Oh, try me, bitch. Alter, die Frau muss nicht in die Küche sein. Aber ab und zu streng dich ein bisschen an. Probier mal. Du kannst es dir nicht ausdenken, Alter. Alter, wirklich, ey, Retalk. Wo habe ich das hingeschmissen? In die Gardine, Alter. Alter Schwede, ey, du kannst es dir nicht ausdenken, ey. Junge, 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 Junge. Die Frau muss nicht in die Küche, aber ab und zu. Was? Probier ein bisschen, mach mal. Alter, Wisst ihr, was zu machen? Nein. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das... Nein. Doch, deswegen sind wir auch nicht mehr zusammen. Ja. Ich weiß, dass du über mich herziehst. Und er so, nein, doch. Ja, doch, tust du. Du ziehst über deine Olle, deine Ex-Olle gerade her. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Aber Gott sei Dank, wirklich. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank, wirklich. Ohne Spaß. Ey. Gut, das wäre geklärt. Sofern nicht weiter in Malisas Hausfraulichkeit herumseziert wird. Ehrlich, ehrlich, ehrlich. Der Kommentator richtig, ehrlich, ehrlich. Hey, morgens, sag mal, man kann auch morgens noch nichts bestellen. Auf. Bestell auch morgens. Ja? Wir haben so eine App, da kannst du morgens nichts bestellen. Ja, aber ganz okay. Wie er die anguckt, ne? Wie hassvoll der die anguckt, ne? Geht gar nicht, geht gar nicht. Und dann auch noch war er Stripper und sie Trash-Darstellerin, das heißt beide berufstätig. Und sie hat für ihn noch die Rechnung geschrieben und so weiter. Und er so, nee, du, probier doch mal in die Küche. Probier doch mal, mach doch mal. Du bist doch die Frau, ne? Du musst nicht jeden Tag in die Küche, aber manchmal... Oh Gott, das ist schlecht. Fühl dich schuldig. Fühl dich schuldig.
Fühl dich schuldig. Fühl dich schuldig. Du hast nicht aufgeräumt, du hast nicht geputzt, du hast nicht gekocht, das Frühstück. Fühl dich schuldig. Boah, Bruder, Alter. Fühl dich schuldig, Alter. Sagt der. Der sagt original, fühl dich schuldig. Junge. Sag's dir. Da wird sich nie ändern. Sie wird sich nie ändern. Ich bin halt ein gemütlicher Mensch. Er denkt, er ist was Besseres. Alles muss nach ihm gehen. Von der Sorte gibt's hier einige. Ja, so einige. Marlisa ist immer so gewesen. Die Küche war immer scheiße. Und sie sagt mir, Fabio, geh nicht in die Küche. Du, wieso nicht? Mach die Tür auf. Fliegen, Mücken, alles gestapelt. Meinte, bist du bescheuert? Du hast eine Spülmaschine. Was machst du? Ja, ich hab keinen Bock. Ich mach das morgen. Du machst das morgen. Siehst du die Fliegen, die Mücken und so? Die legen ja auch Eier und so. Ja, und was für Eier? Ich wollte verstehen, wo diese Katzen, wo diese verfickten Motten, woher die kommen. Da mache ich so einen Schrank auf. Und da sind die ganze Packungen von Reis, von Nudeln, von so. Vorratschrank. Und da sind ein paar Mücken, ein paar Motten, die rausfliegen, ja? Dann schaue ich mal die Ablaufdatum. Da waren Packungen, die offen waren von 2014, 2013. Dazu muss ich jetzt erstmal Folgendes sagen. Als allererstes stellt er sie bloß. Also er hat sie ja eben schon bloßgestellt. Und ja, es ist auch nicht richtig oder zu viel, dass Malisa sagt, dass der Sex mit Fabio nicht gut war. Aber die haben offen immer über Sex gesprochen. Deswegen fand ich das immer dazu nicht so schlimm. Aber das ist auch, muss auch nicht sein. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Fabio aber scheißt dir einfach eindeutig zu sehr rein. Der hat sie eben schon denunziert und bloßgestellt. Jetzt macht er das noch weiter. Und jetzt kommen wir mal zu Küche. Ihr wisst alle, ich bin ein sauberer Mensch. Ich bin aufgeräumt. Ich achte auf Stil, auf Aussehen und auf all das innerhalb der Wohnung, innerhalb der Wohnungen, auf was ich trage, wie ich, ne, alles. Trotzdem, hier in der Wohnung, ich habe auch eine Haushaltshilfe hier gehabt. Trotzdem sehe ich in der Ritze, das war im Ende letzten Jahres, sehe ich in der Ritze, also in der Wand, in den Ecken, sehe ich so komische Dinger. So weiß, schwarz. Und dann irgendwann dachte ich, die bewegen sich. Und dann immer beim Trinken habe ich das gesehen. Irgendwas stimmt da nicht. Das sind nicht normale kleine Fleckchen oder mal eine Fliege oder so, weil das ist hier normal. Wir haben ja hier viel Grün und im Sommer ist hier viel mit Fliegen und so. Deswegen auch so kleine Spinnchen oder so kann mal passieren. Ich töte die nicht. Ich lasse die und dann sind die wieder weg irgendwie. Also nicht, dass es viele waren bis dato. Deswegen habe ich mir über diese 2-3 Punkte nie Gedanken gemacht. Ja, und irgendwann dachte ich, nee, Schatz, das ist ja was, dann müssen wir mal gucken. Dann haben wir daran rumgekratzt, dann waren das Larven. Das waren Mottenlarven oder was auch immer das war. Also Tiere. Und dann, ich so, ja, aber die müssen von irgendwo herkommen. Und dann sind wir richtig hochgeklettert in der Küche, über den Schränken und so. Und dann habe ich gesehen, ganz oben, ich so, scheiße, hier sind mehr. Mottenlarven oder Fliegenlarven, keine Ahnung. Ich sag, dann kommen die irgendwo her. Dann habe ich den Vorratsschrank aufgerissen. Und bei mir ist das auch so, ich kaufe viele Dinge ein. Viel Reis, viel Nudeln immer. Wir malen unseren Hafer selber. Wir haben ja einen Flocker, wir malen den Hafer selber. Und dann sehe ich die Verpackungen und dann sehen wir das mal und holen mal alles rauf. Boah, abgelaufen seit 2 Jahren. Ich so, ach du Scheiße. Dann sehe ich es auch 2018 so, oh shit. Alles weggeschmissen. Haben wir mal alles ausrangiert. Und dann haben wir die Verpackung gefunden, wo die hergekommen ist. Eine bestimmte Tierart kaufst du dir sogar ein. Die sind in den Produkten drin. Du kannst nichts dafür. Bei den anderen ist es so, dass die von draußen reinkommen. Die sind so klein, du siehst die nicht. Das sind ja so ganz kleine. Und die setzen sich dann sofort in der Küche im Essen fest und so weiter und legen Eier. Ich habe gesagt, oh mein Gott, ich habe Patrick gesagt, das darf nie jemand erfahren, wie peinlich das ist. Bis ich dann gegoogelt habe und mit einer Freundin, also nicht mit einer Freundin, sondern mit einer Bekannten drüber gesprochen habe, so, die gesagt hat, das hatte sie auch schon 2-3 Mal. Es ist überhaupt nichts Schlimmes daran. Selbst also ich, die Wert auf alles legt, hatte Motten, Fliegen in meinem Essen drin, die mir dann entgegenkamen, was wir mussten so viel wegschmeißen, oh mein Gott. Und seitdem habe ich mir auch vorgenommen, ich kaufe nichts mehr auf Vorrat und wirklich, du musst regelmäßig, wenn das abgelaufen ist, gucken. Aber ich habe auch anderes und Besseres zu tun, als mich damit zu beschäftigen. Ich bin keine Hausfrau. Hausfrauen, reine, die, okay, die kümmern sich darum vielleicht oder so. Ich weiß nicht, was sind Aufgaben einer Hausfrau. Deswegen finde ich das überhaupt nicht schlimm. Und der macht daraus eine Affäre, das ist einfach unglaublich, und stellt sie als Frau in ihrem Frausein herab, weil eine Frau sollte das ja können. Eine Frau sollte das müssen. Eine Frau sollte das sehen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Abgelaufen. Dann habe ich alles ausgeräumt. Alles ausgeräumt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Müllsäcke voller Motten, voller Würmer, hinter diesem Schrank. Das war alles voll.
ich hatte Gänsehaut, meinte Malisa, wie hast du gelebt die letzten Jahre? Und sie hat sich immer gefragt, wo kommen die Fliegen her? Ja. Ja, lässt das schön. Ja, ich lasse das nicht. Ich sage einfach nur, wie die Sachen waren. Nee, ich lässt das nicht. Ich sage nur, wie die Sachen waren. Weil viele Leute sagen, dass ich Psychopath bin. Nee, wenn du sowas siehst. Die macht jetzt auch nicht den besten Haushalt so. Das kann ich schon bestätigen. Ich voll Idiot, Alter. Als ich angefangen habe, das alles aufzuräumen mit den ganzen Motten direkt in den Müllsack und sie hat das gesehen, sie hat mich nicht mal geholfen. Ich meinte, bitte hilf mir. Nein, ich muss Geld verdienen. Was für Geld verdienen? Nimm deine 10, 15 Minuten Zeit und hilf mir dabei, das ist deine Wohnung. Ich finde es total unterirdisch, was er da macht. Sie liebt es, Recht zu haben. Sie liebt es, mich runterzumachen. Aber wenn sie schuld ist, dann geht sie weg. Aber sie ist doch nicht schuld, das ist ihre Wohnung. Und wenn es da drin verdreckt, dann ist es... Dann habe ich ihr gesagt... Sie fühlt sich halt jetzt so ein bisschen bloßgestellt. Ja, ich würde mich auch bloßgestellt fühlen. Doch. Sachen, die 8 Jahre abgelaufen sind, die sind noch in der Wohnung. Alles okay? Nee, Farbe gibt mir auf den Sack. Was will er? Ach, egal, ich habe keinen Bock drüber zu reden, er ist einfach ein Arschloch. Der liebt es, Menschen vor anderen bloßzustellen. Hast ihn aber angemeckert, ne? Nö, ich habe gar nichts mehr gesagt. Soll er doch seine Show da machen, egal. Er ist ein Mensch, es muss immer nach seiner Nase gehen. Es muss immer nach ihm gehen, er ist ein richtig krasser Egoist. Und in der Beziehung, wo ich so eine rosarote Brille auf hatte und so unfassbar verliebt war, habe ich oft alles nach seiner Nase gemacht und mich nach ihm gerichtet, bis ich irgendwann gemerkt habe, wie respektlos er mit mir redet, auch vor anderen Menschen, wie er mich blamiert vor anderen Menschen. Und das haben wir dir alle gesagt bei Temptation Island, ne, Malisa? Wir haben alle gesagt, was willst du von dem? Warum machst du das? Warum tust du dir das an? Das haben wir alle bei Temptation gesagt. Du musst einen Schluck von dem Mark Robin trinken. Was ist das, was Fabio immer macht? Das fuck mich so ab. Ich stelle mich immer vor anderen vor. Alles gut. Nee, das macht mich so sauer. Das macht mich so sauer. Ich hab's ihm gesagt, lass es. Und ich wusste jetzt... Gustav tröstet sie jetzt, aber hat am Anfang mit angestachelt, ne? Erinnert ihr euch? So, oh Gott. Sein Markus Gesicht, das ist einfach das, was aber vielleicht hat er einfach nicht nachgedacht. Nee, das ist aber das, was er immer macht. Und das macht mich so sauer, weil er mich immer bloßstellt. So, halt einfach deinen Mund. Oh, jetzt kommt Mama Chefin einfach. Die räumt jetzt, jetzt auf passiert. Hier. Weint hier jemand? Ich will nicht mehr drüber reden. Kate, so, was hier passiert? Weint hier jemand? Und sie, voll schluchzend, weint hier jemand? Die Kate. Das macht mich immer so sauer. Er übertreibt einfach komplett. Ja, das klingt, als wäre sie ja voll der Messi. Du hast mich so schlecht dastehen lassen, obwohl ich nicht mal... Ich hab dich nicht scheiße dargestellt. Nein, ich hab dich nicht scheiße dargestellt. Aber die Wahrheit erzählt, ja, wie unser Zusammenleben war, wie wir zusammen gelebt haben. Ich habe gerade gar keinen Bock, überhaupt noch mal mit ihm zu reden. Jetzt ist es für mich wieder so ein Punkt, wo ich sage, fick dich, Alter, ich will mit dir nie wieder was zu tun haben. Ja, weil das kann ist ich immer verstehen. Dieses... Und das macht er immer in allen möglichen Situationen. Ja, für mich hat der Fabio auf jeden Fall Grenzen überschritten mit diesen ganzen Details. Absolut. Zu ihrer Kücheneinrichtung und den Inhalten der Schränke, wo ja alles wohl abgelaufen ist und die irgendwelche Maden rausgekrabbelt sind. Also wenn du sowas erzählt hättest, dass bei mir sowas zu Hause stattfindet, ausgerastet. Ja, geht jeder. Gar nicht. Also ich finde, das macht jeder. So ein Arschloch, Alter. Ja. Und das hasse ich so, weil das hat er immer gemacht. Unsere Beziehung in allen möglichen Punkten, immer. Diese Ausrede, dass sie Geld verdienen kann, das ist keine Ausrede. Ich verstehe dich. Die Katzenklos stinken, putz die Katzenklos, weil das deine Wohnung ist. Ich verstehe dich, ja. Ekelhaftes Verhalten einfach. Ekelhafter Charakter. Da sehe ich diese Katzenklos, richtige Klump von Piss und der Scheiße. Der hört einfach auch nicht auf, ne? Ich bin so froh, dass ich diesen Menschen nicht mehr liebe. Der kann mich einfach am Arsch lecken. Ich wollte Sex haben in jeder Quadratmeter. Auf die Küche, in die Küche, ja, das ist das Einzige, in die was Toilette, kann. In die Dusche. Egal wo. Und dann kommen die ganzen Viecher. Es war so, ich habe mich so unwohl gefühlt. Alles tot, 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 tot. Wisst ihr, was ich mal gemacht hatte noch? Da war ich Anfang Mitte 20. Da habe ich in Hamburg gewohnt, ne? Da habe ich ja die Musical-Ausbildung gehabt. Und ich habe ja von morgens bis abends haben wir trainiert. Und Musical-Ausbildung ist schon heftig gewesen da. Und ich mache ja nicht so meine Haut ab, aber ich habe hier was jetzt aber... Und hatte damals irgendwie Nudeln gekocht oder so. Auf jeden Fall habe ich das dann auch nicht abgespült. Und dann war da irgendwann Schimmel drin. Und anstatt ich das sauber gemacht habe, habe ich das auf den Balkon gestellt. Und meine Eltern kamen dann irgendwann und haben das dann gesehen. Und dann hat meine Mutter das dann sauber gemacht. Da war ich nicht Anfang mit der 20. Das war die erste Ausbildung, die ich ja abgebrochen hatte da. Da war ich 18, 19. Der stand ein paar Monate auf dem Balkon. So, ja. Mein Gott, ey, es gibt Schlimmeres als das oder dann als Frau meine Qualitäten abzusprechen. Und du hast keine Ahnung, wie man zusammen mit einem Mann lebt. Ach so. Ah, ist so.
Ach so. Ja, Gott sei Dank habe ich auch die Beziehung. Du bist eine messy Frau. Du bist. Du hast keine Ahnung, wie man mit einem Mann zusammenlebt. Ach so, aber du hast eine Ahnung, wie man mit einer Frau zusammenlebt. Boah, messy, aber richtig, so richtig. Und das hat irgendwie immer nie gepasst in unserer Beziehung. Nie gepasst. Klar. Und zwar geht das Ganze jetzt hier weiter. Währenddessen Giuliano und seine holde Maid, upsala, zum Aussprechen gehen. Das könnt ihr euch auch auf RTL Plus angucken. Das ist ganz süß und ganz schön, bis auf, dass sie sich dann ein bisschen einlullen lässt und dann so, ja, okay, ich bin noch zu haben, sagt. Aber das könnt ihr euch auf RTL Plus angucken. Währenddessen möchte Fabio mit Malisa sprechen. Ich muss mit dir kurz reden, weil so kann nicht weitergehen. Ich war einfach nur so verletzt und in dem Moment musste ich irgendwie das in raus. In dem Moment musstest du weiter. Ich war so verletzt, in dem Moment, wegen was verletzt? Erstmal Punkt 1, Punkt 2. Da musste ich erstmal dich komplett niedermachen vor ganz Deutschland. Dich frauenverachtend und auf mir rumhacken, obwohl ich zu dir meinte, Fabio, lass es einfach. Das heißt, lass es einfach. Du weißt, dass ich das nicht lasse, weil ich nicht so bin. Ja, ach aber so. Da solltest du vielleicht auch mal anfangen, an dir zu arbeiten als Mensch und mich nicht vor versammelter Mannschaft bloßstellen. Danke, gut. Das hat nichts mit Bloßstellen zu tun. Das hat sehr viel mit Bloßstellen zu tun. Doch, Fabio, das war das komplette Bloßstellen, das komplette Einmaleins des kompletten Bloßstellens. Das kannst du auch nicht absprechen, das ist Fakt. Das war einfach nur eine Tatsache von unser Zusammenleben, warum du aussagst. Ja, ich sag dazu nichts mehr. Warum du aussagst, dass es nicht klappen kann, dass wir zusammenleben. Wir sind nicht mehr zusammen. Wir sind was nicht hier. Was willst du jetzt sagen? Wir sind nicht hier. Fabio, ich habe alles gerade schon 100 Mal von dir gehört. Was willst du mir sagen? Wir sind nicht hier gekommen, um irgendwas zu retten. Nee, natürlich nicht. Punkt. Eben. Punkt. Sag ich dir schon jetzt. Wenn du d'accord bist, nie wieder sagen wir irgendwas. Was ist jetzt die Mission? Also worüber wollt ihr jetzt eigentlich sprechen? Habt ihr das verstanden? Ich nicht. Ich habe mal mit der Scheiße nicht angefangen. Ja. Nee, hast du auch nicht tatsächlich. Das haben wir alle mitbekommen. Das haben die Jungs, die dich permanent niedergemacht haben und als Frau. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ihr wisst das schon. Ich hab mit der Scheiße angefangen. Und ich weiß, und ich stehe dazu. Und ich sage dir, Punkt. Mach deinen Weg, ich mach meinen Weg. Ja. Es ist vorbei. Punkt. Ja, aber du hast doch mit der Scheiße angefangen. Warum gibst du mir denn jetzt die Schuld? Es kommt jetzt wieder zu der Anfang, wo unsere Beziehung nicht geklappt hat. Aber ich habe nichts gemacht. Nicht. Dann komm mit deiner Psyche klar und krieg alleine auf die Reihe. Ja. Ich sag nichts mehr, weil sonst verletze ich dich wieder. Sag ich lieber nichts mehr. Unsere Beziehung ist vorbei, Kapitel geschlossen. Ach, nee, Fabio, unsere Beziehung ist seit einem Jahr vorbei. Genau, eben. Ich sage nichts mehr dazu. Es ist auch normal, dass wir uns aber was wolltest du jetzt gerade mit mir besprechen? Dass wir einfach nur als Team funktionieren. Hier so bis zum Ende, weil ich nicht ich mehr... aber mit dir musst du nicht faken, musst du nicht faken. Versuchen wir einfach. Warum soll ich jetzt mit dir auf Friede, Freude, Eierkuchen machen? Wenn du mir sagst, wir gehen hier sowieso getrennt raus, dass wir danach nicht mal mehr Kontakt haben werden. Ich habe nicht vor, mit dir Kontakt zu haben. Ja, gut, da brauche ich jetzt auch keinen Kontakt mit dir hier drin zu haben. Der mit deinen Robin Hood-Stiefeln auf einmal, ne? Dann haben dumm, wir das. Was für eine Diskussion, Alter. Ja, unnötige Diskussion. Ich verstehe die Diskussion, ich verstehe die nicht. Die Stimme aus dem Off muss mal wieder kurz dazwischen grätschen, denn das Ganze ist ja auf Social Media bzw. Instagram breitgetreten worden von allen Parteien, außer von Malisa selbst. Sie hat sich dazu noch gar nicht geäußert, was ich auch richtig finde. Aber wir sollten nicht nur diese ganzen negativen Stimmen hören, wie Mark Robin, der sowas von mit Fabio natürlich zusammen unter einer Decke steckt in diesem Part, sondern wir haben hier einen gemeinsamen Freund der beiden von Fabio und Malisa, denn er mag beide, aber er möchte auch Partei greifen und dazu ein paar Worte sagen, wie er nämlich die Sache mit Malisa sieht. Leute, ich habe mir gerade die neue Folge Prominent getrennt angeguckt. Ich muss sagen, es ist so krass unterhaltsam. Es ist so krass unterhaltsam. Und auch wenn ich mit beiden gut bin, muss ich dazu sagen, also immer wenn ich bei Malisa zu Hause war oder irgendwie zu Besuch war, war es auf jeden Fall immer übertrieben sauber. Immer ordentlich, immer sauber. Also ich kann auf jeden Fall keine anderen Erfahrungen sagen, auch an die, die mir irgendwie schreiben oder so. Leute, ich habe nichts außer eine saubere Malisa erlebt bis jetzt. Dies ist nämlich ganz interessant, denn das ist kein Verflossener von Malisa, sondern ein gemeinsamer Freund. Und ich glaube, so eine Meinung zählt dann schon mal eher oder realer als wie zwei Männer, die einfach nur Hass auf Malisa schieben. So, und dann kommen wir jetzt zu der Nominierung und die ist halt auch anders cringe und die gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Bruder Jakob läutet die Messe ein. Ja. Ja, ich muss was Wichtiges direkt am Anfang sagen und zwar, ja, man kriegt ja automatisch, wenn man hier in der Villa ist, mit Gesprächen, kriegt man ja automatisch so ein paar Dinge auch mit. Man hört da ein bisschen, man hört da ein bisschen und ich habe natürlich gemerkt, dass jetzt so bei euch, bei Silva und Steffi, gerade bei dir Silva, ne, mit deinen Verletzungen, dass sich das so ein bisschen auch demotiviert hat. Du selber auch gesagt hast, boah, das wird ziemlich schwierig in der nächsten Zeit. Aber ich finde, der beste Weg ist immer noch wirklich das zu tun, was man auch denkt, ja, und nicht sich wirklich 0,0 von rechts oder von links beeinflussen
Hause zu lassen. Das haben wir beide auch nicht getan. Und deswegen muss ich einfach sagen, ich habe letzte Woche, habe ich euch beide, Nicola und Gloria, nominiert, beziehungsweise wir haben euch nominiert. Und es ist einfach so geblieben. Ja, es ist, Nico, in meinen Augen, du bist ein Top-Junge, ein super Typ. Ich verstehe mich gut mit dir. Und jetzt kommt der Teil, wo es mir schwieriger fällt. Ich verstehe mich mit dir jetzt besser, Gloria. Meiner Meinung nach, es wird auch besser. Aber es sind einfach so ein paar Dinge, die mich einfach aktuell da noch stören. Wir haben unsere Stimme heute Abend euch beiden gegeben. Ja, danke für diese Info. Das Bild. Keine Ahnung. Verstehe auch nicht. Hast du gut gesprochen? Ja. Fabio. Dass hier ein ernstes Spiel ist. Wir verstehen, dass es hier auch um sehr viel Geld geht, die wir regelmäßig verspielen. Leider. Aber wir haben uns als Team entschieden, euch beiden zu nominieren. Das ist. Ja. Next. Kann Carina eine Gutrede nachlegen? Da sind wir jetzt aber mal gespannt. Guck weiter, Freund. Guck weiter. Ich muss sagen, dass uns die Nominierung nicht so schwer gefallen ist. Ich finde einfach, wir leben hier schon ein paar Tage zusammen. Es ist vielleicht auch eine Frage von Respekt oder Anstand, die Namen der Leute zu kennen, mit denen man hier zusammenlebt. Und ich muss auch ehrlich sagen, in den letzten Tagen habt ihr euch leider auch schon sehr zurückgezogen. Deswegen, unsere Stimme geht auch an euch. Okay, und jetzt sagt Gloria etwas, was jemanden ganz hart triggert, wo ich mir denke, Gott sei Dank gibt es RTL, die das genauso sehen und spielen einen Rückblick ein. Ja, die Stimme geht an Silva und Steffi. Das waren halt einfach diese Respektlosigkeiten, die du an den Tag gelegt hast. Und Steffi, echt? Du bist wirklich eine ganz tolle, starke Frau. Bleib so stark. Nimm ihn nicht zurück. What the fuck? Das hat die doch jetzt nicht gesagt, oder? Zurück. Bleib dir treu. Du packst es auch ohne ihn, okay? Ich muss dazu sagen, gut, es ist eine harte Aussage zu sagen, nimm ihn nicht zurück. Denn der Jakob hat das nämlich ein bisschen anders umschrieben und besser umschrieben. Dadurch war das nicht so hart. Gloria hat es sehr frei raus und sehr hart gesagt. Aber wir alle haben uns das gedacht, wenn wir ehrlich sind. Wir alle, ich habe auch gesagt, nimm deine 7 Sachen und geh und mach das Ding. Wenn der letzte Jahr nur einmal Unterhalt geteilt und auch sonst nicht für euch und die Familie da war, was willst du mit dem? Was? Der zieht dich nur runter. So, Ciao-Kakao, ja? Aber sie hat es natürlich nicht diplomatisch rüber gebracht, sehr plump und dadurch ist es sehr sauer aufgestoßen. Aber im Prinzip hat die recht. Aber Jakob macht daraus so ein ekelhaftes Fass und begräbt sich dabei selber. Achtung. Ich meine, zeigt den Charakter, unqualifizierte Kommentare von Menschen, die ich überhaupt nicht kenne. Nö, finde ich allerdings nicht. Ex-Couple und ja, ich denke, dass unsere Stimme euch nicht sehr viel wehtun wird. Deswegen Gustav und Karin. Okay, alles klar. Next. Also, Silva, ich habe gemerkt, du hast dich heute bei einigen entschuldigt, bei mir nicht. Und deswegen wählt sie ihn. Okay, next. Dieses Mal hat man im Team entscheiden müssen. Ich denke, einzeln wäre der Button wahrscheinlich woanders gelandet. Silva, okay. Ich habe ja nichts Verbotenes getan, deswegen habe ich mich auch nicht wie heißt sie noch schnell? Sandra entschuldigt. Okay. Genießen uns das, reflektieren. Gut. Und Salva und seine Holdemaid sind leider raus, die müssen am nächsten Tag ausziehen. So, und dann kommt aber Jakob hier zu folgendem Entschluss. Jakob muss eine andere Respektlosigkeit verarbeiten. Obwohl Außenstehender gärt sein Gloria-Groll doch recht doll. Ich muss einfach erklären, das ist zu viel. Zu viel. Vor allem, keine Befugnis, die hat ja gar nicht so viel mit Steffi zu tun, dass sie sich sowas raus... Die hat mit gar keinem was zu tun, die ist hier nur ohne Witze irgendwelche Ärsche am Lecken, Alter. Das ist alles, was die hier macht. Wenn Leute so was sagen und so, ich finde das eine Katastrophe. Aber mach nicht so ein. Aber er hat das Gleiche zu Nicola gesagt. Trenn dich von deiner Ollen. Du, wir mögen dich alle und frag dich mal, warum keiner die Gloria mag und deswegen sollst du dich auch von ihr trennen. Ach so, ich wusste gar nicht, dass das die Argumente sind für eine funktionierende Beziehung oder eine Beziehung. Nur weil dich 5 nicht mögen, kann dich garantiert niemand auch lieben. Weil dich so viele Menschen nicht mögen, nein, kann dich niemand... Mann, mich mögen auch nicht viele Menschen. Trotzdem liebt mich jemand abgöttisch. Ah, wie das sein kann. Gloria, können wir kurz quatschen? Hast du mal kurz eine Zeit? Ja. Das ist mir so auf der Seele. Ich bin so wütend. Wie kannst du sowas sagen? Immer kurz da runter am besten, ne? Irgendwann so, wenn ich irgendwas mitkriege, was mich so richtig hart abfuckt, so, dann fuck mich da so richtig ab. Und
So, warum hast du diesen Spruch bei dem gesagt? Ich verstehe das nicht. So, ich versuche die ganze Zeit so das zu verstehen, aber warum hast du das gemacht? Weil er hat 3 Kinder so und ich finde das halt einfach zu viel so. Ich finde, das geht gar nicht, muss ich sagen. Ich finde das krank, ja, wirklich. Also ich muss dir das so sagen, wie es ist. Ich finde das geisteskrank. Ja, ich kann da gerne dazu was sagen. Deswegen. Sie bleibt ganz ruhig und sagt Folgendes, was ich richtig gut finde von ihr diesmal. Kannst du dich an die letzte Nominierung erinnern, als du geredet hast und mich und Nico nominiert hast? Da hast du ja auch gesagt, es ist besser, wenn Nico mich nicht mehr zurücknimmt. Ich habe gesagt, ich glaube einfach. Danke RTL, danke für den Einspieler. Du wärst echt gut damit beraten, wenn du dir da mal deine Gedanken machst für dich alleine. So, aber das geht mich nichts an, das ist nur ein gut gemeinter Rat. Aber ich glaube halt, dass das Ganze für dich nicht gut ist. Ist halt ein bisschen komisch, weil du halt was Ähnliches halt auch gesagt hast zu mir. Dann sag ich das einmal und dann heißt es gleich du. Aber und das ist dann halt auch irgendwie ein bisschen doppelmoralmäßig, ehrlich gesagt. Und dann hat er die Frechheit, die Dreistigkeit, zu mir zu kommen und das anzukreiden, was er eine Nominierung davor gesagt hat. Das kann da könnt ihr machen, was ihr wollt, auch wenn ihr Gloria nicht leiden könnt. Aber in dem Punkt hat sie komplett recht zu 1000%. Er hat sich selbst zerlegt damit. Aber das ist Jakob. Das ist Jakob einfach. Ich habe bei der letzten Nominierung habe ich gesagt, Nico, 3 Leute sagen Gloria scheiße, du gut. Hinterfrag dich doch vielleicht einfach mal, woran das liegen könnte. Feierabend. Sie sagt zu Das ist unfassbar, oder? Das als Argument zu bringen. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich, das als Argument zu bringen. Das zeigt, wie in meinen Augen wirklich unterbelichtet dieser Mensch ist. So zu argumentieren, weil dich 10 Leute nicht leiden können, kann dich ein Nico nicht lieben oder das kann nicht passen, kann nicht. Also das musst du dir mal geben. Kannst du dir nicht ausdenken. Steffi, geh nicht mehr zurück zu Silber. Und jetzt vergleicht sie dabei Äpfel mit Birnen. Nee. Lieber Jakob, aber für diesen Gedankengang braucht man wirklich einen IQ. Und anscheinend hast du den nicht. Ich frag für eine Freundin, hast du? Wenn die anderen ein bisschen nachdenken, dann wissen die, dass Kate und Jakob uns das nächste Mal wieder wählen. Und wenn sie schlau sind, dann hängen sie sich. Das wird auch so sein. Warum denkst du das? Wenn wir uns nicht safen, sind wir raus. Also dann haben wir 2 Stimmen, da sind wir schon richtig am Arsch. Und dann geht's hier jetzt richtig cringe weiter, wo ich mich auch zum ersten Mal über Nicola aufrege und zum ersten Mal so wirklich empathisch nachempfinden kann, was Gloria die ganze Zeit meint mit unmännlich. Und manche sagen dann, ja, aber mein Freund muss mich ja nicht beschützen. Doch, Mann, ihr seid in einer fucking Partnerschaft. Ihr beschützt euch gegenseitig. Wenn einer gegen meinen Mann schießt, auch gegen meinen Ex-Mann, aber wir sind als Team da drin, dann bin ich da und beschütze den. Punkt. Und vor allen Dingen, die beiden haben eine On-Off-Beziehung und knutschen sich ja auch noch und wollen und lieben sich ja noch. So, und wenn man das als Fakt, beschützt man sich gegenseitig. Und von meinem Mann erwarte ich das. Und Patrick ist auch so ein Mann. Ich hatte schon so oft Konfrontationen mit Menschen, wo ich eine starke Seite hinter mir brauche, der sagt, pass mal auf, wie redet ihr mit meiner Frau? Oder wie ihr vergreift euch im Ton? Oder der meine Meinung einfach supportet und sagt, ja, ich sehe das aber auch so wie sie. So, das erwarte ich. Genauso wie ich es aber auch bei ihn mache. Und wenn da manche von euch sagen, oh nee, dafür ist mein Partner aber nicht, ich brauche das nicht, ich bin eine starke Frau, das hat nichts mit Geschlecht hier zu tun, in diesem Kontext, sondern einfach mit, das erwartet man von dem Partner. Wir schauen uns die ganze Szene aber mal an. Was hat die gesagt? Digga, ich hab's genauso eingeschätzt, ne? Warum? Die sagt so, ja, stimmt und so, aber die meint das nicht ernst, ich wusste das. Die hatten da ja einen Dachschaden, Mann, aber scheiß drauf, ich weiß jetzt, wie ich das Gespräch kann ich jetzt einschätzen und so. Krieg jede Nominierung, krieg jetzt meine Stimme, jede Nominierung, die kommt. Ich habe am Ende auch sein gelassen, weil irgendwann so dummen Leuten habe ich immer keinen Bock mehr zu reden, weißt du, wie ich meine? Irgendwann ist auch Feierabend. So, das war's jetzt auch. Sie kommt mit einem Argument und sagt, ja, aber du hast das doch bei uns auch gemacht, bei mir und Nico. Und er kommt jetzt, sie ist dumm und sie hat gar nichts gerafft. Scheiße, du bist unnötig. Ich hab keinen Bock, jetzt bin ich so eine Alte, mich abzufucken den ganzen Tag, Alter. So, und was ist jetzt hier seine Intention? Nico geht jetzt zu denen, um was zu tun. Kann ich mit dir reden kurz? Eine Frau, die er ja noch liebt, wo er das gesagt hat, eine Folge vorher. Klar, Digga, komm. Okay. Manipulativ. Ja, klar, Digga, komm. Und du bist so toll und so nett. Bist du hier sitzen, Bro? Ja, natürlich. Setz dich, Digga. So, ich habe jetzt was mitbekommen, was du mit Gloria geredet hast. Guck mal, ich möchte nicht streiten, ich möchte gar nichts. Wir niemals, Digga. Wir beide niemals. Was hat sie gesagt? Du bist für mich ein ziemlich korrekter Junge und ich mag... Was hat sie gesagt so? Wieso? Was hat sie gesagt? Wieso fragt Nicola hier nicht, was war das Gespräch? Warum wolltest du mit meiner Frau nochmal sprechen? Oder mit Gloria sprechen? Die sind ja da nicht zusammen. Ich sehr gerne, aber ich kann mit ihr einfach nicht so gut. Ist einfach so. Ja. Wenn mich das stört, dann sage ich das. So, ne? So wie ich es auch gerade getan habe. Ja. Aber das ist auch alles, Digga. So, das ist alles. So, ja. Ne? Das kann ich komplett nachvollziehen. Deswegen, aber wenn du.
Ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Komm, willst du reden? Willst du jederzeit, Digga? Klar. Ja. Nein, ich müsste nur fragen. Ne? Ja, du kannst alles fragen, ja, alles. Normal, ich habe gar keine Lust auf Diskussionen. Das weiß ich doch, ich weiß doch, wie du bist, weiß ich doch. Ich kann das nicht machen. Ich weiß es. Ja. Und das ist der springende Punkt. Der wird auf seine Frau nicht achten, auf seine Mutter, auf seinen Vater, auf den Freund, auf die Schwester. Er ist generell ein Mensch, der kann keine Konfrontation, kein Streit und kann nicht sein Mann in dem Falle, aber sein Mensch stehen, seine Meinung. Er ist ein Fähnchen im Winde. Er ist ein Mensch, er hält sich aus allem raus, weil er das nicht kann. So Menschen gibt es. Also das hat bei Gloria nichts damit zu tun. Also er ist in ihren Augen nicht männlich, aber er ist generell zu jedem so. Er will einfach nie Streit und Stress und so. Und ich finde es aber auch hier, Achtung, es geht noch weiter, erstmal. Ich finde, du hast halt nicht so viel das Recht, dich darüber zu echauffieren, weil du halt in der letzten genau das Gleiche gemacht hast, nur halt in unsere Richtung. Hey, Digga, aber das ist doch sinnlos. Kümmere dich doch einfach um eure Beziehung oder was du hier machen willst oder irgendwas. Ja, genau. Aber warum, Jörgo, kümmerst du dich nicht um deine Beziehung, um deine verkrachte Beziehung, die du da... Warum wirfst du Gloria vor, dass sie sich daraus halten soll, aber selber mischst du dich auch in deren Beziehung ein? Worüber reden wir hier, Mann? Also was anderes. Und das war für mich eine Beleidigung. Sag ich dir so, wie es ist? Oh Gott. Die haben Kinder zusammen und ihr nahezulegen, nicht mit ihm zusammen. Du übertreibst ein bisschen. Nein. Ja, das tut er. Doch, du übertreibst. Das ist der Punkt, den du einfach nicht verstehst. Ich übertreibe nicht. Man stellt sich nicht dahin und sagt zu jemandem, der Kinder hat, so eine Scheiße. Und das ist einfach der Punkt, der mich so bei dir stört, Alter. Sag doch einfach, dass du Scheiße gemacht hast, dann ist gut. Aber nicht... Die hat keine Scheiße gemacht, Alter. Der hat keine Scheiße gemacht, Mann. Und sagen, ja, du hast das aber auch gemacht. Weil du da einfach auch eine Nominierung davor gestanden bist. Sei mal ehrlich, du bist... Habe ich dasselbe, was sie gesagt hat? Habe ich das zu Nico gesagt? Und dann auch in die Richtung. Habe ich zu Nico gesagt, dass er nicht mehr mit dir zusammenkommen soll bei meiner Nominierung? Habe ich das gesagt? Du hast gesagt, dass er toll ist, ich scheiße. Ja, richtig. Ja. Ja und? Aber ich habe doch nicht gesagt, dass er nicht mit dir zusammenkommen soll. Doch. Du willst dir nur einen guten Rat erteilen? Das haben wir doch eben gehört. Boah, Jakob, ne? Du kannst auch nicht sagen, der eine sagt rot, der andere sagt blau. Und Nicola steht daneben und sagt nichts. Nicola steht da, der sagt nichts. Und der hat das auch alles mitbekommen. Nicola sagt nicht. Nicola sagt nicht, doch, du hast es schon gesagt bei der letzten Nominierung. Das muss ich sagen, Bro. Man kann das ja nett machen, Bro, du hast das schon gesagt. Aber der sagt einfach nichts. Der lässt Gloria komplett alleine in dieser Situation. Abturnend. Das wäre für mich auch komplett ein Trennungsgrund, ja? Wenn ein Mensch so ist, also mein Partner. Alter, was ist mit dir, wenn ich... Ich brauche ein Team. Ein Team. Auch wenn ich gerade mit ihm getrennt bin, aber es ist eine On-Off-Beziehung, ich brauche ein Team. Das ist für mich kein Team. Weil hier merkst du das schon. Du kannst nicht sagen, der eine sagt rot, der andere sagt blau. Da kannst du doch auch nicht sagen, ja, warte mal, das ist dieselbe Farbe. Das ist total lächerlich, Alter. Das ist halt einfach ein Mensch, der ist total begrenzt in gewissen Dingen, dass er... Sagt Jakob, dass sie begrenzt ist. Kannst du dir nicht auch... Diskussion führen kann. So, weil wenn du wirklich mal ehrlich zu dir selber bist, du hast einfach Scheiße gemacht, akzeptier, dass es so ungut ist, aber steuere doch nicht nur mit irgendeiner Kacke dagegen, die einfach nicht stimmt. Oh Gott. Gut, macht keinen Sinn, ist okay, dann lassen wir es einfach jetzt so stehen. Oh ungut Gott, ist alles ist das schlecht. Ist okay. Oh Gott, ist das schlecht. Keiner sagt was von allen. Alle waren bei der Nominierung dabei, was er über Gloria gesagt hat bei der letzten. Keiner von denen hat die Eier gehabt, wenigstens, auch wenn man sie nicht mag, zu sagen, ja, aber das hast du schon gesagt. Keiner von denen. Das ist traurig, traurig, traurig. Traurig. Sie ist komplett allein gelassen. Was hat Nico jetzt dazu gesagt? Nix, wie immer. Also der ist doch ganz neutral an der Sache. Ja klar, der hat gesagt, ich möchte keinen Streit und das war's. So wie immer halt. Ja, siehst du mal. Ja. Sagt ja alles so. Ach so. Ach so, ja, das sagt ja alles. Schau, dass du da nicht hinter mir stehst. Ich finde es bei seiner Seite, dass er übertrieben war, wie der reagiert hat. Mhm, und warum hast du dann ihm nicht mal so klar gesagt? Danke. Weil? Weil du die Eier dazu nicht hast. Weil er nicht der Mensch dazu ist, der es so ist, ja. Also Selbstbewusstsein und seine Meinung sagen oder so, ja. Du stehst immer nur daneben und guckst. Das ist halt irgendwann echt auch dann nervig und abtönt. Du hast einmal gesagt, ja, halt dein dummes Maul. Und ich kann das nicht sagen, gerade dein dummes Maul. Ja, weil du einfach keine Eier hast. Einfach ich habe Eier, aber warum kann ich so jemandem sagen, gerade dein dummes Maul? Ja, dummes Maul vielleicht gerade nicht, aber die Meinung sagen, Entschuldigung, ne, wir hatten das eben. Ich habe dich in dem Moment gebraucht, dass du mal auch dazu was sagst. So, hinstehst der Mann, bist nicht immer so ein Lappen. Einfach mal ein Mann sein. Du nimmst den Lappen? Nein, nicht. Ja, du nimmst den Lappen erstmal. Erstmal lapp dich mal. Wie ein Lappen. Ja, wie ein Lappen. Du lässt mir auch Lappen jetzt. Entspann dich mal, ehrlich. Nee, weil du einfach nicht einmal hinstehst. Ja, vielleicht habe ich nicht große Klappe wie du, Alter. Habe ich vielleicht nicht große Klappe wie du? Ja, was ist das Problem, Mann? Ja, aber was? Jetzt kannst du dein Maul aufkriegen und dann vor anderen Leuten kriegst du dein Maul nicht auf. Digga. Ist doch so. Die Punkte gehen halt leider voll an sie. Was heißt leider? Die gehen diesmal total an sie. Kann sie absolut verstehen. Und ich habe gesehen, die ganze Social-Media-Welt, alle andere, Saniel, La Polchevita, alle können das verstehen, ja. Er würde nie was sagen für andere. Ja, aber das hat nichts mit dir, Gloria, zu tun. Der ist generell nicht der Mensch, der das tut.
Es ist halt einfach so. So, und wie geht's denn jetzt weiter nächste Woche? Halt's Maul! Was? Oh, wow. Digga, du bist ein Alter, das alles, Alter. Du hast mich zu verteidigen, auch wenn ich deine scheiß Ex-Frau bin. Ja, aber ich möchte auch... Mach mich jetzt mal aus. Nein, das geht nicht. Kein es Mann für mich. Für mich nicht männlich, wenn ein Mann mich anschreien kann, du daneben stehst und nichts sagst. Ja. Und unruhiges Kugelschieben. Nein! Mach's doch selber, ey. Oh. Oh. Ah! Oh. Caputana! Der Junge ist viel mehr als nur der Schoßhund von Gloria. Ich habe gesagt, dass ich gerne Küss geben würde. Das ist das, was ich meine. Der liebt die immer noch so, aber acted, als wenn sie nicht Aber dazu kommen wir dann wahrscheinlich nächste Folge, ne? Ja, was soll ich sagen? Haben wir das heute überstanden? Bist du auf ein bisschen... Na gut, ich habe noch nie was richtig gegengeworfen, glaube ich, bei einer Reaction. Aber ich habe mich seelisch ja schon darauf vorbereitet. Und ja, Freunde, das war's mit der Folge heute. Ich kann dazu nichts sagen. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Bleibt sachlich. Ich weiß, es ist schwer. Ich muss das auch bleiben. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Abonnieren, fürs kostenlose Abonnieren. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann freue ich mich, wenn ihr uns abonniert. Wir haben im Moment ein Abo von 86.070. Wäre super, wenn wir die 86.100, sogar 200 voll kriegen würden. Damit würdet ihr uns sehr unterstützen und motivieren. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich habe euch lieb, Freunde. Bleibt gesund. Tschüss zusammen.